Heute im Video die Enluva Wollhandschuhe als Unterziehhandschuhe für den Trockentauchanzug. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video die Enluva Unterziehhandschuhe, ein tolles neues Produkt, das zurzeit sich sehr stark durchsetzt, dass die Nachfrage immer mehr danach gestiegen ist. Ich möchte euch diese Handschuhe mal kurz vorstellen, weil sie wirklich schön gemacht sind. Und damit ihr sie auch mal im Video ein bisschen näher gesehen habt, am Foto ist es natürlich auch zu erkennen, aber ich denke, wir können es euch hier ein bisschen schöner vorstellen. Die Handschuhe sind als Unterziehhandschuhe gedacht, also für den klassischen Trockentauchhandschuh, damit ihr es da auch schön warm darunter habt. Das ist ja immer so eine schwierige Geschichte, gerade an den Fingern Wärme in den Handschuh zu bekommen. Auf der einen Seite soll der Unterziehhandschuh nicht zu dick sein, dann soll er doch aber warm sein, und das sind lauter so Kombinationen, die immer schwer zu erfüllen sind. Dann soll er wenig Nähte haben, Nähte tragen meistens auf, oder gerade die Handschuhe sind ja die tiefste Stelle, dann wird der Trockentauchhandschuh komprimiert und damit auch der Innenhandschuh. Das gibt dann teilweise wieder ein bisschen Probleme an den Fingern oder an der Handfläche, dass es sich unangenehm anfühlt. Und hier gibt es jetzt eben diese Wollhandschuhe von Enluva, und wie sie hier eben schon schreiben, seamless, also ohne dass hier Nähte verbaut sind. Ich zeige euch das hier mal, also ihr seht hier, der ganze Handschuh ist im Prinzip gestrickt, und damit verfügt er über keine Nähte, die euch dann im Wasser diese Probleme machen können, dass er hier irgendwo drückt oder unangenehm ist. Und er ist auch relativ dick für einen Wollhandschuh. Also wenn ihr hier mal, vielleicht sieht man es hier ein bisschen, die Stärke, wenn ich mit dem Finger hier mal so drüber gehe. Also es ist schon ein relativ dicker Handschuh mit viel Material, aber verglichen mit einem sehr warmen Qualophil-Handschuh sind sie bei weitem nicht so voluminös. Sie haben eben schlanke Finger, die dann eben ohne diese Nähte auskommen. Das ist bei anderen Handschuhen auch oft ein Problem, dass diese Nähte das Ganze dann nochmal ziemlich dick machen. Also insofern hier ein schlanker Handschuh. Ich schlüpfe mal rein. Und dann seht ihr hier auch, also keine Nähte hier irgendwo, auch nicht am Daumen. Das ist alles so gelöst, dass das Ganze aus gefühlt einem Stück ist. Es ist wohl gestrickt, das Ganze. Und dann haben wir hier hinten noch Bündchen, die dann auch dafür sorgen, dass es hier am Arm wieder schön anliegt. Ihr seht es ja hier auch, also es macht wirklich eine gute Figur. Und nachdem diese Handschuhe so weit hintergehen, habt ihr dann hier auch gleich wieder eine Art Pulswärmer, sodass ihr auch hier am Übergang vom Trockentauchhandschuh zum Trocki, dass ihr dann hier auch gleich eine Wärme habt, was ja teilweise als Zubehör gekauft werden kann, dass man sich hier einen Pulswärmer noch schafft. Das macht der Handschuh gleich mit, und so könnt ihr im Prinzip eure Manschette vom Trockentauchanzug hier gleich durchziehen, also dass die Manschette über dem Handschuh liegt, und ihr habt an der Übergangsstelle trotzdem hier warmes Material, das euch hier eben diese Brücke, diese Kältebrücke möglichst ausschaltet. Das war's ganz kurz, glaube ich, zur Vorstellung. Also ich finde ihn wirklich einen schönen Handschuh, weil er mir selber, wo er gekommen ist. Wir haben ihn noch nicht so lange im Programm, und dann sagen wir irgendwie, ja, so ein Wollhandschuh, aber er ist wirklich toll, er macht warme Finger, er fühlt sich gar nicht dick an, aber hat schon eine super Wärmeleistung, und ich finde, das ist wirklich jetzt mal wieder ein neuer, guter Handschuh und wirklich was man empfehlen kann, dass ihr damit ins Wasser geht und halt wieder mal eine Möglichkeit habt, eure Finger möglichst warm zu lassen. Man muss natürlich immer ehrlich sein, bei 4 Grad kaltem Wasser, vielleicht den ganzen Tauchgang im Winter, vielleicht sind es dann oben mal 8 Grad, ist es natürlich immer so, dass die Finger irgendwann kalt werden. Es ist einfach die tiefste Stelle, das ganze Gas wird aus dem Handschuh gedrückt, sodass man wirklich nur hier das Material als Wärme hat und im Prinzip keinen Luftpolster, das noch wärmen kann. Und da sind die Enluva jetzt wirklich wieder eine gute Alternative, um hier mal schauen zu können, wie komme ich damit zurecht, wie ist mein Wärmeempfinden für diesen Handschuh. Das ist ja auch immer so schwer zu sagen, wer ist der Handschuh warm, ist er nicht warm. Wir haben so unterschiedliche Kunden, die
vom Wärmeempfinden. Die einen sagen, war das super warmer Handschuh, der andere sagt, das ist mir viel zu kalt. Also das ist immer ganz schwer zu sagen, ist es ein warmer Handschuh? Ich finde schon, dass es ein guter Handschuh geworden ist. Der ist relativ dick, komplett aus Wolle und somit mit einer sicherlich guten Isolation, ohne dass man hier Gas dazu braucht. Also die Isolation hier einfach über das Material funktioniert. Ich hoffe, das Video, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich verlinke euch natürlich den Handschuh unten in der Infobox, sodass ihr den auch schnell bei uns im Online-Shop finden könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, sodass wir euch gleich immer informieren können, wenn wir ein neues Video online schalten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.